Ja, hallo Leute. Zu gegebenen Anlass möchte ich jetzt noch mal ein Video machen, weil es könnte ja mein letztes sein. Ja, wie ihr wisst, Michael will den Andreas und mich töten. Ja, das ist natürlich krass jetzt, ne? Also, ich habe schon gewisse Vorkehrungen getroffen. Also jetzt für meine kleine Tochter und meine Freundin und also, dass die dann natürlich irgendwo eine gewisse Versorgung haben. Und Testament habe ich noch nicht geschrieben, werde ich jetzt die Tage machen. Ja, also es kann gut sein. Also ich drehe mich jetzt immer dreimal um, wenn ich aus der Tür gehe, weil ich denke, der Schuss mit der Armbrust wird von hinten kommen, was typisch für Michael wäre. Ja, ja. Also Michael macht, wie gesagt, also einen auf Robin Hood, ne? Der ja die Reichen beklaut, also die Ausbeuter uns den Armen gibt, also den armen Bauern. Aber naja, gut, der kleine Unterschied ist halt, da gibt es zwei kleine Unterschiede eigentlich. Michael beraubt Arme und Reiche, ja, und gibt es niemanden außer sich selber und da wieder ein bisschen einen auf Dufte machen kann, ne, und seine Hamburgers und Pizzas fressen kann. Ja, naja, gut, das ist jetzt. Also wie gesagt, falls ich ihr Nachrichten hört, ich bin mit einem Pfeil im Herz oder im Kopf tot aufgefunden worden, dann wünsche ich euch alles Gute. Ja, und also natürlich nur den Abonnenten, die mich sympathisch finden, ja, oder einigermaßen tolerieren. Ja, und die anderen freuen sich ja eh dann. Ja. Und ja, und bleibt weiter dran an Michael, ne? Und ich meine, die Chancen ist ja so, dass zumindest einer von uns überlebt. Andreas oder ich sind ja schon relativ groß und aber natürlich mit ein bisschen Pech ist es so, dann sind wir beide tot. Oder zumindest so schwer verletzt, dass wir nichts mehr machen können. Dann hoffentlich findet sich dann einer, der weitermacht. Ja? Und genau. Ja, das war's eigentlich schon. Also, wie gesagt, Michael macht einen auf Robin Hood mit Armbrust jetzt und tötet ja sozusagen jetzt, ja. Nee, was soll ich sagen? Das passt irgendwie, weil ich meine, der größte Feind vom Robin Hood war ja der Sheriff, ne? Und seine Soldaten. Und wir sind ja auch irgendwie jetzt sozusagen die Staatsexekutive, tun wir so mimen. Also wir sind ja dann der Sheriff, der Andreas und ich und oder einer von den Soldaten. Und ja, irgendwo stimmt das schon. Und dann mit seiner Armbrust, obwohl Robin Hood hat, glaube ich, Pfeil und Bogen, aber ist auch egal halt, ja. Also, wie gesagt, wenn ich mit meinem Hund in den Wald gehe, passe ich ganz besonders auf, ne? Also, ob da ein Schuss kommt oder sowas. Aber gut, ja, also dann, ne, ich hoffe, ich kann noch bald noch mal ein Video machen oder mehrere Videos, aber wenn, ne, bleibt dran, Leute, ja, bleibt dran. Okay, also dann alles Gute, tschüss.